Ganz genau das wird es sein. So, wir haben nur noch die, ne? Dann haben wir alle getötet, glaube ich. Oh, außer ganz rechts, aber wir müssen nicht noch extra ganz rechts gehen. Komme ich da nicht hin? Wieso kann ich den denn nicht angreifen? Der ist doch im Sichtfeld. Muss ich hinter die Tür gehen? Kann ich die Tür zumachen? Ich bin sehr verwirrt, was da gerade passiert ist. Kann ich nicht angreifen, wenn ich auf der Seite der Tür bin? Doch. Und warum bin ich 100% im Nachteil? Hast du die Tür angegriffen? Ich bin super verwirrt, was gerade passiert ist. Moment, aber... Aua. Achso, wir waren fast tot. Oh, Astarion ja auch. Ich habe gar nicht auf unser Leben geguckt. Oh, das hätte ich vielleicht tun sollen, bevor wir losgegangen sind. Oh nein. Ups. Tut mir leid. Hä, aber warum können die uns dann angreifen und wir nicht? Ich verstehe nicht. Wir haben echt eben die Tür angegriffen. Hä? Wieso kann ich denn nicht angreifen? Aber die konnten mich angreifen. Hä? Was ist das? Wir müssen erst hinter die Tür gehen, um angreifen zu können? Das ist fies, okay? Das ist fies. Dann gehen wir halt hinter die Tür. So, jetzt aber. Jetzt könnten wir theoretisch... Ich verstehe es nicht, warum? Wie blöd. Die konnten uns auch gerade anschießen. Aber wir nicht. Frechheit. Was können wir nehmen? Was können wir nehmen, ne? Heilige Flamme macht alle ein bisschen Schaden, richtig? Nein, nur eine Person und das hat uns nichts gebracht. Das war eine gute Idee. Sehr gute Idee. Aua. Wir werden zerfleischt. Ich hätte mich heilen sollen, bevor wir hier reingegangen sind. Oder wenigstens vorher speichern sollen. Da habe ich gar nichts dran gedacht beim Reden. Ich war so beschäftigt mit den Geschlechtsteilen von Gedankenschindern. Mit diesen Schleimbrotzen oder was auch immer das sein sollte. Sein würde. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich schon wieder... Ich hätte mich heilen können. Habe ich nicht getan. Was? Was hast du gerade getan? Warum tust du das? Warum? Ah, das tat weh. Das war jetzt fies. Das war viel zu viel Schaden auf einmal. Oh Mann. Hallo? Ich habe mich extra neben die gestellt anzugreifen. Was soll denn das? Ich bin nicht vorbeigelaufen. Wir haben unsere Waffe doch noch in der Hand. Warum kann ich nicht meinen Nahkampf auswählen? Hä? Jetzt. Hä? Warum ging das nicht? Sag mal. Gott sei Dank, Fehlschlag. Bitte schieß weiter daneben. Okay, oder du sammelst einfach. Das geht natürlich auch. Ich bin davon kein Fan, aber das geht. Ich glaube nicht, dass der Kampf so einfach werden wird für uns. Aber wir kriegen es hin. Ich bin mir ziemlich sicher, wir kriegen es hin. Man muss nur motiviert bleiben und positiv denken. Dann klappt das alles schon. Hoffentlich. Ja, doch, bestimmt. Komm, du hast einen Vorteil. Oh mein Gott, das habe ich jetzt nicht von Sharpness erwartet. Jemand aber einen kritischen Treffer. Nice. Du bist OP, Frau. Du bist OP. Und du heilst dich jetzt auch mal, weil du OP bist. Das hast du dir verdient. Hör auf, uns Sachen zu machen. Warum greifst du unsere Stärkste an? Es ist schlau, aber warum tust du das? Hör auf, Astarion anzugreifen. Oh Mann. Nein, Astarion. Wieso? Und unser Hund schläft. Können wir ein bisschen weggehen? Kann ich mich da oben hinzaubern? Ja, bitte. Dankeschön. Kommst du mir hinterher? Nein, ich dachte gerade... Hör auf damit! Was soll das? Ich glaube doch nicht. Ah, was? Positiv denken. Das funktioniert nicht. Lass mich doch in Ruhe! Das ist die Einzige, die noch lebt von uns. Können wir jemanden wiederbeleben mit dem Skelettkopf? Nein, können wir nicht. Sag mal! Was soll denn das? Gott, oh 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 Gott, du musst aufstehen. Du bist auch noch dran, ne? Nein, wir sind dran. Verdammt! Fand ich gut. Der Schattenherz muss alles machen. Die macht das alleine. Hör doch auf, direkt sie anzugreifen. Sie ist gerade so aufgestanden wieder. Du hast einen Hund umgebracht. Wer bringt denn den Hund um? Wie kann man denn so grausam sein? Wer macht das?
Bitte fall nicht wieder um. Bitte fall nicht um. Huh. Komm schon. Super, kannst du nicht einfach sterben? Ah, oh, ich darf mich nicht selber. Verdammt, kann ich bei ihm? Ja, kann ich. Was? Huh! Wieso müssen wir uns bewegen dafür? Oh, ich kann da nicht hin. Wieso seid ihr in meinem Weg? Verdammt. Verdammt. Ich kann nichts machen. Sonst werde ich angegriffen. Bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Bitte stirb nicht. Oh mein Gott. Könnt ihr aufhören, Fehlschläge zu bekommen? Ich bitte euch. Jetzt stirb endlich. Wieso stirbst du denn nicht? Oh, wir werden so verlieren, diesen Kampf. Oh mein Gott. Okay. Bitte Fehlschlag. Nochmal Fehlschlag. Oh, Gott sei Dank. Nein, bitte Fehlschlag. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott. Okay. Bitte stirb. Ja, wir haben eine. Okay. Nein, bitte, 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 Fehlschlag. Nein. Ah! Es ist so knapp. Hä? Moment. Was? Segen. Hä? Warte. Ich dachte, wir sind tot. Oh mein Gott, das ändert alles. Ich bin richtig überfordert gerade. Warum? Ich war gerade so sicher, wir fallen jetzt zu dumm. Wieso lebe ich noch? Wieso lebe ich noch? Aus dem Wald sind! Ich habe die ganze wiederbelebt. Hier sterbe ich aber. Oh, Fehlschlag! Was sollen wir denn tun? Da bist du wieder umgefallen. Ich habe dich extra geheilt. Bitte schieß daneben. Okay, jetzt sind wir tot. Was war das? Was war das gerade? Wir können den Quicksave nehmen, bevor wir da angegriffen haben. Und einfach abhauen. Ich glaube, das wäre besser. Ja, wir haben unsere Rache bekommen in einem anderen Leben. Ich glaube, das ist in Ordnung, oder? Ich denke schon. Ja, ich denke. Vielleicht besser auf diese Art und Weise. Ach so, und falls euch das auffällt mit dem Laden, ja, das Laden geht deutlich schneller und die Dinge um uns herum laden auch direkt. Ich habe extra jetzt langsam mal, weil es mich genervt hat, Platz gemacht bei unserer, bei meiner Festplatte. Und wir haben jetzt bald das Geld auf der schnellen Festplatte. Jetzt habe ich zwar kaum noch Speicherplatz auf der guten Festplatte, aber es wurde Zeit. Ich hätte, also Baldur's Gate nimmt leider zu viel weg, als dass man den Schritt auslassen könnte. Und ich habe, glaube ich, also ich habe ein bisschen Angst, weil ich habe viel gehört, dass in Baldur's Gate, falls wir da mal sind, wenn wir da mal irgendwo hinkommen, dass das ziemlich viel braucht. Ich habe etwas Angst, dass unser Spiel das dann nicht packen würde, wenn ich das auf der schlechten Festplatte habe. Also haben wir es jetzt endlich mal geändert. Wurde mal Zeit. Jedenfalls haben wir es jetzt. Here we go. Dann gehen wir mal hier raus. Na komm. Raus da. Mal sehen, wo wir landen. Na, wir wissen, wo wir landen, aber immerhin haben wir endlich die Krippe hinter uns. Jetzt können wir gehen. Jetzt können wir hier hochspringen. Und können endlich diese gottverlassene Krippe verlassen. Vielleicht ist sie ja jetzt gottverlassen, weil wir sie verlassen haben. Wir sind der wahre Gott dieser Krippe gewesen. Auf jeden Fall, ja, hundertprozentig. Hier war das hoch, richtig? Ja, hier ist die Wurzel. Hier können wir wieder hoch. Wir haben, also ich finde, das lief erfolgreich. Wir hatten viele Momente in vielen Bereichen, wo es ziemlich schlecht lief, muss ich sagen. Aber, also beispielsweise im Hain. Also das Hain ist, glaube ich, unser größter Minuspunkt, den wir hier hatten. Und die verdammten Trolle, falls ihr euch noch an die erinnert, ja. Ach, das war ein sehr großer Reinfall. Das Horn haben wir aber noch, also könnten wir das nochmal gucken, ob wir nochmal den gleichen Reinfall bekommen. Ja, allerdings sind wir jetzt, können wir hier hochgehen? Kann ich da hochspringen oder können wir so hochgehen? Du kannst, nein, nicht unten lang gehen. Bitte spring einfach hoch. Ich würde nämlich gerne oben lang gehen. Ja, nee, aber die Krippe war bisher, ich glaube, unser erfolgreichster Ort. Mal abgesehen vom Strand, aber am Strand gab es auch nicht so viel zu tun. Wir gehen mal oben lang. Moment, können wir oben überhaupt lang gehen? Ja, ich glaube, da hinten war ein Weg. Zur Not springen wir halt wieder runter. Hier ist noch die Waffe, die mittlerweile leuchtet. Die wir deaktiviert haben, Gott sei Dank. Wo genau laufe ich eigentlich gerade lang? Hier, hier genau, hier können wir runtergehen. Hier war ja was. Hier können wir wieder runterspringen und dann kommen wir ganz am Anfang. Dann kann ich auch theoretisch wieder die Schnellreise benutzen, und zwar hier hinten hin, weil die Krippe und alles so weiter haben wir jetzt fertig. Wir haben jetzt Lazelles Problem gelöst
Naja. Oh, ich liege, wenn ich das mache. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Bitte nicht hinterher springen, Leute. Bitte nicht. Hatten wir nicht, ja, weißt du was? Liegen ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir springen einfach mit allen runter und liegen jetzt auf einmal. Das ist ja gar kein Problem. Ein bisschen Knochenbruch, da kann doch niemand was gegen sagen, oder? So ein extra gebrochener Knöchel, das ist nochmal so ein extra Punkt für die Persönlichkeit. Asarion? Ist einfach aufgehört. Ich hab's doch aktiviert für dich. Trau dich. Na komm. Hab keine Angst. Hey, du bist sogar nicht hingefallen. Sehr gut. Und jetzt nochmal hier rüber springen und dann haben wir es auch schon. Dann können wir jetzt ja in diesen Schattenbereich gehen, oder? Theoretisch sollten wir das können. Obwohl, nee. Ich will noch nicht in den Schattenbereich. Ich möchte gerne nochmal zurück in die Tiefen. Und dort dann endlich dieses Metallfieder töten. Das haben wir nicht gemacht. Achso, Moment, bevor ich zurücklaufe. Können wir nicht jetzt hier rein theoretisch den Fahrstuhl zurücknehmen? Ja, ich denke mal schon. Nee, also diese Riesenmaschine, die müssen wir noch besiegen. Das habe ich ja gesagt, machen wir, soweit wir können. Und jetzt sind wir ja nicht mehr Stufe 4, sondern Stufe 6. Also sollte das gehen. Und wir sind doch eindeutig besser im Kampf. Also das sollten wir ganz gut hinbekommen. Müssen gucken, wen wir mitnehmen. Am besten lassen wir unser Setup so. Ich würde gerne austauschen und mehr Magier mitnehmen. Beispielsweise Gale mitnehmen, dass wir noch dritten Fernkampf-Camper haben, wie Asarion und mich. Obwohl Asarion ja eher situationsbedingt ist, weil der ja unser gute Schurke ist mit den Dolchen. Aber wegen dem Lava ist es ein bisschen kritisch, wenn wir nur Nahkämpfer dabei hätten. Aber ich denke, wir sind trotzdem ganz gut dabei. Das Schattenherz mit unserer Heilung, Asarion wie sonst auch immer und Lazelle ist eine gute, starke Frontkämpferin. Leider bin ich nicht der größte Fan davon, meine Gruppe generell umzuswitchen. Was bestimmt zu vielen verlorenen Kompensationspunkten oder so führt, aber es ist nun mal einfach nicht meins, denn ich liebe diese Gruppe. Astarion möchte ich beispielsweise nie austauschen. Ja, dann kann ich gerne mal austauschen. Aber ich wüsste nicht, wen wir sonst mitnehmen können. Halsin können wir partout nicht mitnehmen. Wen gibt's noch? Will? Ja, Will könnten wir mal wieder mitnehmen. Aber ich habe für Will tatsächlich nicht den größten Gebrauch, wenn ich ehrlich bin. Weil wir sind... Ja, wir gehen zurück in die Region, bitte. Denn wir sind ja... Oh, wieso kommen wir ins Lager? Ich wollte doch in die andere Region. Wir sind doch sonst auch nicht sofort ins Lager gekommen. Okay, das ist jetzt seltsam. Gut, wir brauchen... Wir müssen eigentlich nicht schlafen, aber... Dann machen wir das mal, denke ich. Aber vorher will ich mit Astarion reden. Aber mein Punkt war, dass wir sind ja schon Magier, deswegen, also Zauberer. The sooner we get out of this Gith Warren, the better. Ja, da stimme ich zu. Genau, trink was von uns. Das haben wir noch nicht gesagt gehabt. Natürlich frage ich jedes Mal. Okay. Ich gehe jetzt mal. Können wir mit Lazella mal reden? Vielleicht braucht die ein bisschen Unterstützung gerade. Also... Wo war ich jetzt bei Will? Ich lasse mich viel zu leicht ablenken jedes Mal. Bevor ich jetzt mit Lazelle rede und mich schon wieder ablenken lasse. Weil Will ist einfach erster Hexenmeister. Und das ist trotzdem noch ein großer Unterschied zu Zauberer und Magier. Aber es ist mir zu viel Reichweite, wenn ich ehrlich bin. Weil wir haben ziemlich viele Zaubersprüche, die uns gut helfen. Seitdem wir dieses, was er mal gemacht hat, dieses Zurückwerfen, wenn wir angegriffen werden, seitdem wir das auch können, ist Will für mich nicht mehr so stark, wie er das vorher war. Das haben wir in den anderen Kämpfen noch gesehen gehabt. Vielleicht war es falsch gelevelt. Ich denke mal, ich muss alle mal mit unserem Lazarus umleveln. Und das vielleicht alles mehr mir anpassen, meiner Spielweise. Astarion ist für uns halt super stark, weil seine Dolchangriffe, die sind perfekt. Und die ganze Heimlichkeit und die ganzen Schlösser aufschließen. Lazelle, der einzige Punkt, den ich für Lazelle brauche, ist, die kann dreimal draufschlagen und das reicht mir. Ich will alles, was dreimal draufschlägt, ist super. Also schöne Prügeleinheiten, die sind wichtig. Und Schattenherz, ja, was soll man sagen? Unsere Klerikerin, ne? Ich glaube, das ist die Einzige, die heilen kann. Also, eigentlich wäre es dumm, sie wegzutun. Also bringen wir die anderen eigentlich nicht so viel. Tut mir leid, Gale und Will, aber die bringen wir alle nicht so viel. Ich habe tatsächlich keine Fragen, aber... Ich habe tatsächlich keine Fragen. Ja, ich wollte gerade sagen, aber wir gucken, was unser Charakter möchte. Aber nein, wir haben tatsächlich keine Fragen. Okay. Gut, wir gehen schlafen und
gehen danach aus dem Lager raus. Warum auch immer wir jetzt hier gewesen sind. Aber wir kriegen eine Cutscene. Deswegen. Hä? Der Typ ist da vom Drache. Nein, nein. Na, mit dem Messer da. Wollen, ich will jetzt nicht kämpfen. Bitte. Has our queen sent a knight to slay me with his own blade? Such informality, child. Does Justil Kithrak not command your respect? Your blade speaks for you, Kithrak. You've come for blood. Child of Gith, I've not come to kill you. I've come to aid you. Lügst du uns an? Oder ist es Manipulation? Don't trust him. Wieso soll ich ihm nicht vertrauen? Skakek Kir Gith Shabeleth. My blade rests. Mother Gith compels you to listen. Warst du nicht derjenige, den der Name befohlen hast, uns umzubringen? Wieso sollte ich dir jetzt noch glauben? Obwohl, wir sind gestorben. Beim zweiten Mal anfangen hat er es nicht befohlen gehabt. Also diese Gedjanke, die wir bei der Brücke getroffen hatten. Schön, wir hören euch an, bevor wir euch ausweiden. Haha, nein. Lasell zunicken, sie soll die Führung übernehmen. Dann sprecht, eure Königin jagt uns. Warum bei den Höllen sollten wir auf euch hören? Das ist ein guter Punkt, aber ich glaube, wir sollten Lasell reden lassen. Die sieht aus, als ob sie viel Wut aus sich rauslassen muss gerade und ich kann es ihr nicht verübeln. Außerdem verstehe ich nicht, warum du die Einzige ist, die gerade noch in Rüstung rumhängt. Das hat bestimmt auch viel mit Wut zu tun, also... Lasell, lass deine Ungemütlichkeit durch diese Rüstung bei der Nachtschläferei raus an diesen Mann, bitte. Speak. My ear is yours. I know you carry the astral prism, Lasell. Within it lies the seed of Vlakith's demise, and I intend to help you bring it to fruition. Vlakith's demise? Skakath! I should run you through for suggesting it. Aber warum hast du jetzt was gegen Vlakith's Untergang? Du hast doch gesehen, wie Vlakith ist. Ich meine, gut, wir haben darüber gesprochen, es dauert Zeit, bla bla bla, aber trotzdem, Lasell! Aber ich verstehe auch diesen Voss nicht. Der war doch mit dabei beim Arbeiten, oder? Da war doch einer der Drachenjäger. Huch, ich wollte es nicht aktivieren. So, sprecht ihr von der Person im Inneren? Wisst ihr, wer das ist? Ja, die Frage haben wir leider vergeigt. Ihr seid entweder ein Narr oder ein Held, dass ihr gegen eure Königin arbeitet. Ich gebe euch das als Astralprisma nicht. Ich würde gerne wissen, wer diese Person im Inneren ist. Denn diese Frage haben wir... nicht gestellt. Also wir kamen nicht dazu, sie zu stellen, weil wir die falsche zuerst gestellt hatten. If they have not said, they must have good reason. And I won't be the one to betray them. But the one inside's chosen you as an ally, protects you with their power. Ja, das haben wir schon mitbekommen. That very power will be the end of Vlakith's tyranny. The Prism's tenant must be let loose. I've sought their freedom for eons. When the prism went missing, I feared the worst. Instead, you've granted the opportunity I've so long awaited. All that remains is the key that unchains them. And I've found someone who I believe can provide it. Bring the prism to Baldur's Gate. I'll be waiting in a taproom called Shares's Caress. Okay. That is where we decide the fate of my people. Was ist denn das an unserer Stirn? Together we will break our chains and be Vlakith's slaves no longer. I am no slave, she's still Kithrak. Ach, Lasell. The Undying Queen is my freedom. Nein, das ist sie eben nicht. It is she who will purify me and she who will ascend me. Nein, das wird sie nicht. Lies, Lasell. Every last one. There is no purification, no ascension. Was ist das? The Zaith Isk does not purify, it extracts memory and kills the infected. Nor does the Lich Queen glorify the Ascended. She feeds on most all of them to grow her power and pursue godhood. Madness! You flood me with this... this heresy! Es klingt, als ob er die Wahrheit sagen würde. Und warum holt sie die Armbrust raus und nicht ihr Schwert? Wo ist ihr Schwert? Ich habe das am nirgendwo außerdem liegen lassen, wegen irgendeinem Waffenzauber. Gott, bitte nicht. Er spricht die Wahrheit über den Stick. Ihr müsst ihm vertrauen. Was wollt ihr tun, Lasell? Ich stehe bei euch. Vlakith hat euch irre geführt. Ich glaube ihm und ihr solltet es auch.
Ich, Blackis hat euch wirklich in die Irre geführt, Lazelle. Ich trau ihm halbwegs. Ich meine, er hat einmal anderen Leuten befohlen, uns umzubringen, also ist das so eine 50-50-Sache gerade. Aber Lazelle, er spricht nun mal die Wahrheit über die Dinger, die ich nicht aussprechen kann, also wir sollten ihm vertrauen. Es tut mir leid, Lazelle, auch wenn das jetzt schwer fällt. Served Flakith the whole of my life. Learned her words, fought her battles, yet she names me her Sharlak. Your words carry truth. I will meet you in Baldur's Gate. Do not make me regret it. Ich hoffe auch, dass wir das nicht bereuen werden. Lazelle. I see Talakmagir in you, sister in freedom. Together we will be our people's light. Wir haben ein Tattoo an der Stirn. It is a Quanith, a psionic detector. The Queen's warriors hunt you. The Quanith will sound you out when you come near their portals. Hear its cry and prepare for battle or slip away. Okay. I should go. Vlakith's gaze pierces the seas and skies. She believes me loyal, and I can't afford her mistrust. Keep the astral prism close. Let no one take it from you. Slay any who try. Oh, glaub mir, das werde ich. Now to Baldur's Gate. I'll be waiting, Lazelle. Jetzt schon nach Baldur's Gate. Das ist aber... Ich dachte, wir brauchen noch eine Weile, bis wir da ankommen. Ich hatte erwartet, dass es noch eine lange Reise wird. Wir müssen nur noch zu den Türmen. Das kommt wahrscheinlich trotzdem zuerst. Außerdem wundert mich, dass wir gerade dieses Tattoo... Das hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, dass wir dieses Tattoo im Gesicht haben. Ich kann leider nicht ganz ranzoomen, deswegen sehen wir das nicht. Ich denke, dass das wieder die Mods sind. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in Spielen, wo man Mods haben kann, sei es Sims, sei es Skyrim, auch wenn ich Skyrim nicht wirklich gespielt habe, muss ich zugeben. Ich habe so rund 100 Stunden gespielt und danach nie weiter gespielt. Ich war in irgendeiner komischen Stadt, wo so ein Fluss durch die Stadt geflossen ist. Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißt. Ich muss Skyrim unbedingt nochmal spielen. Ich weiß nicht, falls ihr daran Interesse habt, könnt ihr das hier auch spielen? Jedenfalls, ich lasse mich schon wieder ablenken. Immer wenn es Mods gibt in Spielen, ich kann nicht anders. Ich muss sie installieren. Ich muss sie einfach. Es gibt so viel. Es gibt so viele schöne Gesichter. Ich meine, guckt ihr mein Gesicht an. Guckt euch mein Gesicht an. Die Hauptgesichter an Baldur's Gate, die es zur Verfügung gibt. Ja, da gab es ein gutes, muss ich sagen. Also für Elfen jedenfalls. Die anderen habe ich mir nicht so genau angeguckt. Es gab ein gutes Gesicht, was ich jetzt toll fand. Naja, nicht toll, aber gut genug. Aber mit diesem Mod-Gesicht, ich meine, das ist doch ein hübscher Charakter. Und die Haare. Ich meine, das ist immer der größte Punkt, warum ich überhaupt modde, sind meistens Haare. Das habe ich auch bei Dragon Age Inquisition gemacht. Die Haare haben mich so furchtbar gestört. Da ist aber so eine Frisur, die okay ist. Und der Rest ist scheußlich. Was soll das? Mano, ja, das ist Geschmackssache. Aber ich möchte andere Frisuren. Also danke an die Modder, dass ich Frisuren runterladen kann. Und Sachen wie Gesichtstätowierungen oder so. Also meistens nämlich keine Tattoos im Gesicht, weil... mich stört das nach einer Weile, wenn ich dauernd irgendeine Tinte im Gesicht habe. Das ist ja auch Geschmackssache. Ich krieg irgendwie immer... Ich weiß nicht, mich stört das, wenn ich irgendwas wo hab, wo es nicht hin sollte eigentlich. Also von mir aus nicht hin sollte. Obwohl ich... Also ich finde, Tattoos sehen immer richtig geil aus bei Leuten. Aber ich persönlich würde das, glaube ich, bei mir selber nicht ertragen können. Vielleicht auf der Hand. Also wie so ein... falls ihr Fairy Tail kennt... Ach, ich fand diese Fairy Tail Tattoos immer super. Das wäre tatsächlich eins, was ich haben wollen würde. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich glaube, das würde mich nerven. Auf Dauer, wenn ich irgendwas auf mir hätte. Das ist auch der Grund, warum ich keine Ohrlöcher habe. Ich glaube, ich würde das nerven, dass ich irgendwelche Löcher in den Ohren habe. Ich weiß nicht. Ich bin verrückt. Ich bin einfach verrückt. Okay, das haben wir jetzt festgestellt damit. Auf jeden Fall rede ich hier viel zu viel über sowas gerade. Lazelle, tut mir leid, dass wir über unbedeutende Sachen reden, während du wahrscheinlich gerade eine Lebenskrise hast. Vlakith cost Sivimhrath Crashhead. Only in Vlakith may we find light. These were the first words I ever read on Tirsu's slate. But they are no mere aphorism. They are law. They are creed. The root from which the 10,000 protocols stem. Forsake one protocol and forsake Vlakith. Forsake Vlakith
and be the blood and meat which sates her dragons. If Voss speaks true, if ascension is a lie, if tadpole purification is a fairy tale, then I have not sinned against Vlakith. She has sinned against me. Das ist die richtige Einstellung, denn das ist wahr. Vlakith ist keine richtige Gottheit, so wirkt das nicht. Sie ist wirklich nur eine Lügnerin, die sich hochgemogelt hat, Lazelle. Also mach dir nichts vor. Du brauchst dich für nichts schämen und auch für nichts Angst haben. Das Licht kannst du in dir selber finden, okay? Was ist ein Aufstieg eigentlich genau? Hat sie uns das nicht mal erzählt? Ich bin mir unsicher. Was hat Vlakith eine Tyrannin genannt? Soll das heißen, dass ihr dazu stimmt? Wer ist die Person im Prisma? Was meint ihr? Und wenn Voss sich irrt, wenn seine Behauptungen falsch sind und Vlakith recht hat? Offenkundig wurde auch Zeit, dass ihr darauf kommt. Hm, ja, aber das sagen wir nicht. Was ist der Aufstieg eigentlich genau? Das würde mich interessieren. Ascension is a young Githyanki's greatest honor. Long ago, the Geth enslaved my people. They dominated our minds and bred us for war, until Great Mother Gith took a hammer to our bonds. From the day of our hatching, young Gith have one purpose: to train hard enough to slay a Geth and take its head. Then we speak the rite of ascension, and a red dragon comes to fly us to Vlakith in Tunarath. City of Death. Ganz ehrlich, das klingt wie ein Fiebertraum, aber es klingt cool. We are honored with an eternal home in the Astral, celebrated for our victory. We are ascended. Or so I believed. Ja, die Frage ist, ob das wirklich passiert oder ob das auch wieder eine große Lüge ist. Ja. Was hat Black seine Tyrannin genannt? Soll das heißen, dass ihr dazu stimmt? Ich denke mittlerweile schon, dass sie zustimmt. Wahrscheinlich auch so 50-50-mäßig. Es tut mir echt leid, dass sie gerade diese Glaubenskrise hat. Ich wünschte, unser Charakter hätte sowas auch. Ich weiß nicht, ob das mit anderen Charakteren besser funktioniert hätte. Also, ich meine damit Origin-Charakteren. Wir konnten ja auch Dunkles Verlangen nehmen. Ich habe im Nachhinein erst rausgefunden, dass man den ändern kann, den Charakter. Ich wollte ja partout dieses Drachen-Ding nicht spielen, was wir da gesehen haben. Das sah mir zu gruselig aus. Also für meinen eigenen Charakter, auch wenn es cool designt war. Mittlerweile weiß ich, dass es auch ohne ging. Also ich denke mal, dann hätten wir vielleicht auch eine kleine Krise oder sowas. Das wäre ganz cool jetzt. Aber jetzt gerade geht es natürlich um Lazelle. Ich dachte nur gerade, das wäre ein bisschen spannender wahrscheinlich denn gewesen. Das hätte ich mir gerne gewünscht. Also, was sagst du dazu? Ist sie eine Tyrannin in deinen Augen? I'd never thought Vlakith a tyrant or me as a vassal. She was the source of my might and I the envoy of her will. A warrior, a champion, a destroyer. But if Voss is right, and Vlakith consumes the Ascended to gain power, then I am no destroyer. I am mere livestock, bred to be harvested and devoured. Every Githyanki is a slave with a singular purpose. Not to cull the Geth, not to prevent their grand design, but to raise Vlakith to true godhood. Hey, wie eben schon gesagt, vielleicht stimmt es ja trotzdem noch. Okay, also es gibt zwei Optionen. Entweder sie ist Schlachtvieh oder sie ist, tatsächlich wird sie auserkoren zur Astralebene irgendwann. Ich kann mir das mit dem Schlachtvieh deutlich besser vorstellen, leider Gottes. Auch wenn das jetzt ein sehr schlechtes Wort, weil es leider Gottes zu sagen. Aber man kann trotzdem noch hoffen. Aber es ist besser, wenn sie eigentlich nicht hofft, damit wir Vlakith endlich loswerden aus ihren Gedanken. Was meint ihr zum Prisma? Was ist das für eine Person? I don't know. I can't know. And that drives me mad. Wir werden es bestimmt noch rausfinden. I thought them an illithid deception, a trick of the tadpole. But the dream figure is real. It lives in the prism. Voss believes they are the seed of Vlakith's demise and the agent of Githyanki freedom. Es würde aber keinen Sinn ergeben. And I believe he may be right. Aber wieso? Wieso sollte die Person im Prisma für die Freiheit, für die Githyanki da sein, wenn die Person im Prisma sich nicht ausschließlich Githyanki ausgesucht hat, sondern auch für andere Leute Freiheit anscheinend befürwortet? Also, nee, das, ich meine nicht, dass sie nur die Freiheit... Oh Gott, Wörter. Was ich meine ist, die haben sich ja nicht nur Githyanki ausgesucht, um eine, wie sie es denn sagen würde, eine Githyanki-Mission auszuführen, sondern... Wir sind eine Elfin, wir haben auch einen Traumbesucher.
Wir haben Will als Mensch, als der einen Traumbesucher hat. Genau wie Gale. Wir haben Astarion, auch eine Elf. Wir haben Schattenherz, eine Halbelfin, soweit ich weiß. Wir haben verschiedene Leute. Also das ist dann nicht nur für die Githyanki. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Voss damit ziemlich falsch liegt. Irgendeinen anderen Grund haben sie, aber ich denke nicht, dass sie für den Aufstieg von Githyanki da sind. Also das glaube ich nicht. Außerdem hat der Traumbesucher von uns gesagt, wir sollen dem Voss nicht trauen. Das macht es auch noch mal ein bisschen mehr... Schlägt ihrer Idee so ein bisschen, weil es würde sonst keinen Sinn ergeben. Und was ist, wenn Voss sich irrt? Then, when the Githraki come for me, and come they will, I will submit to their blades. They would feed me to their dragons, and I would deserve no better. Hat man da gerade in ihren Augen ein bisschen Zweifel gesehen? Das sah so aus mit den Augenbrauen. Ob das jetzt eine Animation ist, die ich mir eingebildet habe, durchaus möglich. Aber ich denke, sie würde es... Sie findet schon, dass sie es besser verdient hätte. Ich weiß nicht. Auch wenn sie sich so sehr im Gott hingibt. Aber sie hätte es trotzdem eindeutig besser verdient. Das klingt alles schon wieder wie so eine Kultmache, ganz ehrlich. Githyanki klingt wie eine Kultmache. Schattenherz klingt wie eine Kultmache. Astarions Leben war sowieso komplett am Arsch. Ich hoffe, wir können es ein bisschen besser machen. Gale? Das ist zwar kein Kult, aber auch nur Ausnutzung von Göttin. Von einer Göttin. Diese ganzen Gottgeschichten sind hier nicht gut. Vielleicht würde es Baldur's Gate ganz gut tun, Atheisten zu sein, weil, ganz ehrlich, jeder einzelne Gott scheint sehr fragwürdig zu sein. Wirklich, jeder einzelne davon. Der Sonnengott schien okay und die Anhänger von Saloon scheinen okay. Der Rest ist sehr fragwürdig. Ich kenne die anderen Götter nicht, aber die wir bisher kennen, die sind alle sehr fragwürdig. Weggehen. Yes. Ja. I'd like time to think. Wir sind aber trotzdem für dich da. Kithrak Voss at Charess's Caress in Baldur's Gate. Until then, be vigilant. Vlakith's eyes are upon us. Was ist das eigentlich für ein Laden, der Charess Liebkosung heißt? Ist das ein Stripclub oder ein so ein, wie heißen die? Ein Ach, ich habe das Wort nicht für Prostituierten, so ein Haus. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Ein Hostel? Ist das Hostel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es irgendwas in der Art. Kann das sein? Oder ist das ein Liebesgeschäft? Einfach eine andere Art von Liebesgeschäft. Vielleicht gibt es da ja Zaubertränke zu kaufen, dass wir die wahre Liebe bekommen können. Oder wie in Harry Potter, der kleine Zaubertrank, ja, den man sich brauen kann. Wie ist er noch? Amortensia? Amortensia brauen wir uns.